kann mich den Vorrednern auch nur anschließen. Die Landespolitik wird die Schulpolitik wird hauptsächlich von der Landespolitik gemacht. Und in den Kreistagen wird darüber gesprochen, dass möglichst die Schulen erhalten bleiben und so weiter und die Schulen ausgebaut. Ich will noch mal zum anderen Punkt kommen. Es ist sehr schade, dass sich für Parteiverbote ausgesprochen wird und damit von hier den einzelnen Vertretern sich gegen die Demokratie ausgesprochen wird. Persönlich sehe das auch aufgrund persönlicher Erfahrung so, dass man einfach, dass die NPD ist für mich keine Partei mehr, sondern sie beschränkt sich eben nicht darauf, politische Forderungen zu stellen, sondern sie geht halt eben mit Kriminellen, mit Schlägertrupps, die ist so eng verbandelt. Damit für mich den Status einer Partei verloren hat. Und ich bin mir sehr sicher, wenn das nochmal irgendwann vor das Bundesverfassungsgericht kommt, dann werden die auch verboten werden. Ihr müsst auch wissen, die NPD wurde nicht verboten, weil sie keine verfassungsfeindliche Partei ist. Ich bin auch der Meinung, dass sie das ist, sondern sie wurde verboten, weil schlicht und ergreifend jeder Zweite da beim VS arbeitet. Die Problematik ist ja die, dass von V-Leuten die Straftaten begangen wurden und nicht von unserer Partei selber. Und das ist, deswegen ist es vom Gericht gescheitert. Und das müssen Sie halt auch mal einsehen. Unsinnig, wenn sich jemand integrieren will, dann macht er das auch so. Da braucht man nicht extra Gelder dafür. Und da weiß ich auch nicht, wo das Problem dabei sein soll. Aber für deine Partei haben wir auch Gelder, oder? Die Wahlkampfkostenrückerstattung gibt es bei jeder anderen Partei auch. Deswegen weiß ich nicht, was das Problem bei uns dann sein soll. Tatsache ist erstmal, Integrationspolitik ist für mich viel auf Verhalten von Verantwortungsträgern, von Zusammenarbeit. Also zum Beispiel die Demos hier in Friedberg waren ein gelungenes Integrationsprojekt auch, weil nämlich auf einmal alle gesellschaftlich relevanten Gruppen gegen diese braune Propaganda gestanden haben. Und das. Da ich aus der östlichen Wetterau komme, da muss ich dem Vorredner leider recht geben, da ist es sehr schwierig, dass da die Busse andauernd fahren können, weil sie sonst leer wären. Aber selbstverständlich sehe ich das genauso, dass es viel zu teuer ist und es muss irgendwo daran gearbeitet werden, dass das die Preise gesenkt werden können. Ja, also ich habe mal eine Frage an den Kollegen von der NPD. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass wer sich integrieren will, sich selbst integrieren will. Das habe ich richtig verstanden oder so. Es ist zwar ein Bundesthema, aber macht ja auch erstmal nichts. Zur Zeit ist es ja sowieso, dass viele Leute, die nicht genug Geld haben, dann noch Hartz IV kriegen. Und da gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Deutschkurse gemacht werden können. Und die sind ja vorhanden. Deswegen weiß ich nicht, wo das Problem dabei sein soll, was zur Zeit ist. Du bist das Problem. Das ist ja das, wenn... Einmal sind das Sonderleistungen, mit denen das finanziert wird, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Aber auch wenn man das wollte, könnte man es auch sich ganz normal probieren, mit den Nachbarn und so weiter zu unterhalten. Und es ist trotzdem möglich. Herr Jack, Sie sagten, wer sich integrieren wolle, integriere sich von selbst. Und Herr Jordis, Sie haben ja schon gesagt, dass Integration auch eine Akzeptanz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bedeutet. Und Herr Jaksch, Ihre Partei fordert Menschen dazu auf, deren Integration gescheitert ist, das Land zu verlassen. Aber Sie selbst lehnen doch den Gleichheitsgrundsatz als universellen Wert unserer Gesellschaft ab und werden dadurch zu Integrationsverweigerern. Und dann wollte ich Sie fragen, wann Sie als gutes Beispiel voranschreiten werden und die Bundesrepublik Deutschland verlassen. Selbstverständlich werde ich hier in Deutschland bleiben, ob Sie das wollen oder nicht. Und die NPD wird Ihre Politik weiter vertreten, ob ihr das wollt oder nicht.